Und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Hi. Wir nehmen euch heute wieder mit, genauso wie gestern. Und wir sind gerade immer noch bei meiner Schwester. Wir haben jetzt sind gerade aufgestanden vor einer Stunde. Und wir gehen frühstücken jetzt. Wir haben hier schon ja, unser Frühstück. Und die Bella war schon Gassi. Und jetzt habe ich mich gerade von dem Vlog von gestern verabschiedet und wollte jetzt heute wieder vloggen, weil wir haben heute einiges zu tun, beziehungsweise habe ich heute Morgen einfach gemerkt, dass wir einkaufen gehen müssen. Und deswegen fahren wir wohl gleich auch ins Zero-Center oder nicht? Auch, ja. Also einmal in ein Einkaufscenter und dann zur Baby One nochmal, weil ich brauche ein neues Stillkissen. Ich habe zwar eins, aber das passt mir überhaupt nicht und deswegen will ich jetzt ein neues haben. Ich habe gedacht, ach, da kann man noch warten, aber man merkt jetzt schon, wie sehr man das braucht. Weil die Hüfte einfach total im Arsch ist durch ein Hormon, was ausgeschüttet wird, direkt wenn du schwanger bist, was die Hüfte eben weicher macht für die Geburt und das nervt richtig. Also ich habe richtig Schmerzen beim Schlafen und deswegen gehen wir heute zur Babyborn. Damit wollte ich allgemein nochmal gucken, weil mir heute Morgen eingefallen ist, okay, wie machen wir das eigentlich, wenn wir mal mit dem Baby irgendwo schlafen? Deswegen wollten wir uns wegen Reisebetten und so nochmal gucken und einfach allgemein mal gucken. Der in Hamburg, der Babyborn, ist ja auf 2 Etagen. Der ist richtig groß und richtig toll. Da waren wir schon mal. Verlinke ich euch mal hier oben. Bei dem Item mit Lennox waren wir damals da. Richtig, richtig cool. Ein richtig altes Video. Und deswegen fahren wir da gleich mal hin. Mal gucken, was die da noch so haben. Und dann eben noch ins Einkaufszentrum und dann wollten wir noch zu Felix Eltern. Und dann, mal gucken. Ich glaube, dann war es das auch. Dann sind wir auch, glaube ich, fertig mit der Welt. Heute ist nicht so Bombenwetter, deswegen haben wir gesagt, okay, das ist perfekt, wenn wir einkaufen gehen. Den verpasst man nichts sozusagen. Aber jetzt frühstücken wir erstmal, ne? Unbezahlte Werbung, Hashtag. Und ich werde jetzt gleich mal ein paar Videos schneiden noch, damit da auch wirklich alles pünktlich online kommt. So, meine Lieben, wir sind auf Heimretter. On the road, gut, wie immer in meinem Vlog. Du hast aber mal die Vorfahrt genommen. Joa, Bus, nimm einfach mal die Vorfahrt. Du hast aber hier auch den Silberstreifen gerade missachtet. So gut, wir sind in links abbiegen auf Sasseler Chaussee. In 400 Metern jetzt auch endlich mal bei Baby One. Und danach fahren wir noch ins AEZ. Alle Hamburger kennen das, ist hier direkt nebenan und deswegen haben wir gesagt, okay, fahren wir dahin, bevor wir noch quer durch Hamburg fahren, um dann nach Norderstedt ins Herold Center zu fahren. Und genau, wir waren hier bis jetzt nur mit dem Bus, ne? Wir waren bis jetzt nur mit dem Bus hier, mussten immer zu Fuß laufen, das Stück von Poppenbüttel da hinten bis hier. Nee, wir sind mit dem Bus hier gefahren. Ja, stimmt. Aber einmal sind wir auch zu Fuß gegangen, weil wir den Bus verpasst haben und die 20 Minuten warten wollten. Ja. Was wir schon alles damals gemacht haben, mit dem Kinderwagen damals und so. Ja, mit Lennox. Also wie gesagt, den alten Vlog verlinke ich euch mal und könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Da vorne ist es auch schon, ne? Ja. Links und dann kannst du parken. Tada! Ich weiß nicht, also die uns lange verfolgen, die kennen auch genau dieses Bild, weil da drüben ist die Bushaltestelle, wo du aussteigst und wir sind halt hier hingelaufen und hier an dieser Bushaltestelle da vorne steigt man eben wieder ein. Ja, und da gehen wir jetzt erstmal rein und ein bisschen was shoppen, ne? So, wir sind da. Wir haben einen Parkplatz gefunden. Handy hat sich entkoppelt mit dem Auto. Immer diese ganzen komischen Geräusche hier in meinen Vlogs. So, und dann wollen wir mal losdüsen. Handy mitnehmen, Tasche mitnehmen. Zack, zack, zack. Marlies ist schon fast unterwegs hier. So schnell, Kiddies. So, dann wollen wir mal schöne kurze Hose, schönes warmes Wetter hier. Haben wir abgeschlossen? Ja, hast du. Da ist die Marlies. Willst du hier auch noch rein? Meinst du, was für Bella kaufen? Nein, ich hab kein Geld. Na, wir kaufen gleich was schön für Bella, dann freut sie sich. Schickes Spielzeug. So, und dann wollen wir jetzt mal hier rein. Jetzt hört man wieder zu. Steif. Oh, stimmt, kaufen wir bei Donau. Den sollst du aber holen. Ja, wenn es reduziert ist, dann kaufen wir. Aber nur, wenn es reduziert ist hier. Was haben wir hier so? Oh, der ist so schön, ne? Ist ja voll meine Farben, ne? Ja, oder mit diesem Gold. Da
das ist sogar so. Nee, das kommt zwar jetzt. Aber guck mal, 3,50 kann man nicht sagen. Ja, das stimmt. Habe ich auch gerade schon eingesehen. Aber ist alles fast alles blau hier. So, aber wie immer, erstmal das gucken, was wir wollten. Oder? Ja, aber jetzt sind wir gerade schon hier. Oder Maggie, oh ja, das ist cool. Maggie, das kann jeder anziehen. Ja, das stimmt. So, wir sind jetzt hier bei den Stillkissen, das was wir vorhatten. Und Felix analysiert gerade den Preis. 61,99. Also Favorit ist bis jetzt das hier. Finden wir ganz schön. Und das finde ich auch sehr, sehr schön. Das sind eigentlich so die einzigen, weil der Rest ist alles so. Weil die sind weiß, die werden schnell schmutzig, ne? Ja, das ist ja nicht so schlimm. Kann man den Bezug abnehmen? Schau mal. Mit denen. Dann kann man überall den Bezug abnehmen. Nee. Hier ja, hier ist ein Reißverschluss, oder? Ist das? Nee, ist kein Reißverschluss. Oder? Muss irgendwo stehen, dass es abwaschbar ist oder so. Was kostet das hier? Stillkissen, was ist da unten? Was steht da unten? So reduziert oder was? Das sieht aus. Maggie, da ist doch ein Reißverschluss. So, meine Lieben, wir sind jetzt fertig bei Baby geworden und sind jetzt auf dem Weg, beziehungsweise sind schon beim IZ, also als auch Einkaufszentrum. Schauen jetzt da mal kurz. Stillkissen ist das mit den. Oh, das weiß er mit diesen schwarzen Dingern geworden. Okay. Und dann haben wir noch. Sandkorn. Ja, so Sandkorn drauf? Ja, so komische Dreieckdinger. Und dann haben wir noch Bugaboo Adapter gefunden für den Buffalo, für Maxico. Sie ist perfekt, weil die sind ja leider bei Bugaboo ausverkauft. Und die brauchen wir in jedem Fall noch. Den Kinderwagen wollen wir auf jeden Fall für unser echtes Kind behalten. Und deswegen haben wir da jetzt Adapter gekauft. Das finde ich bombastisch. Oh, ist wieder an Escalade. Ah, oh, Mann, ist. Anziehen. Ja, ist aber teuer. So groß und teuer. Hm? Das ist echt nicht so schön, ne? Nee, wir haben uns ja nachgelassen. Gut, ich habe jetzt Hunger, bitte noch. Hier sind diese Sets. Eins kriegt er von meinem Baby auf jeden Fall. Ja. Mit passender Hose. Und so eins kannst du schon mal mitnehmen, weil das kann jeder. Die sind aber so teuer. Die kaufe ich, glaube ich, eher gebraucht. Oh, es hat so einen Brown wie auch. Ich finde die süß. Oh, und dieses Jahr wird es süß. Geht voll. Guck mal. So, meine Lieben, wir sind wieder zu Hause und ich wollte euch mal kurz zeigen, was wir gekauft haben und was wir allgemein noch mitgenommen haben. Wir waren eben noch bei Zara, habt ihr ja gesehen, und wir waren noch bei H&M, da haben wir auch ein paar Sachen gekauft. Die haben nämlich im Moment Sommer Schlussverkauf. Und zuerst haben wir, ich glaube, das teuerste Stillkissen, was sie da hatten, gekauft. Und das ist auch eine recht gute Marke, Julius Zöllner, ist echt gut. Das sieht einmal so aus, habt ihr bestimmt in den Videos gesehen. Also von Julius Zöllner. Und das ist 1,90 lang. Und das war mir ganz, ganz wichtig, weil das wurde mir empfohlen, dass man so ein langes nehmen soll, weil man dann eben auch darauf gut schlafen kann und das Baby auch im Endeffekt viel später viel mehr Platz hat. Und das Ganze eben von Julius Zöllner bezahlt haben wir, ich glaube, 60 oder 70 Euro. Oh, das ist aber echt weich. Das ist schön. Mit so einer Aufbewahrungstasche natürlich hier. Und bezahlt haben wir 62 Euro. Genau. Und das ist echt voll weich. Richtig schön weich. Und was mir wichtig war, es macht keine Geräusche. Das ist so unglaublich wichtig. Und da bin ich auch echt jetzt begeistert, dass ich eins habe, was keine Geräusche macht. Die Farbe finde ich sehr zeitlos. Das ist mir immer ganz wichtig. Kinderzimmer planen wir jetzt schon ungefähr so grau-weiß. Und das ist halt eben, wenn man ein Mädchen kriegt, kann man halt grau-weiß-rosa machen und wenn man einen Jungen kriegt, macht man halt eben ein bisschen blaue Akzente und deswegen ist es halt sehr zeitlos und ich mag auch nicht, wenn das zu mädchenhaft ist. Also wenn ich jetzt ein Mädchen kriegen sollte, was ich im Gefühl habe, dann ja, ist nicht alles rosa. Der Kinderwagen ist auch blau und deswegen, ja,
finde ich das ganz gut, wenn man so zeitlose Sachen hat. So wie zum Beispiel das Schildkissen, was ja sowieso öfters in meinem Schlafzimmer liegt oder im Wohnzimmer. Dementsprechend braucht das gar nicht erst rosa sein oder so. Und das kann man bestimmt später fürs zweite Kind auch noch benutzen. Also deswegen haben wir da gesagt, nehmen wir das ein bisschen zeitloser. Und genau, drinnen sind EPS-Mikroperlen. Und der Bezug ist waschbar, auch ganz, ganz wichtig. Und der Bezug ist auch auswechselbar. Wir haben so schöne Bezüge gesehen und ich werde auf jeden Fall noch mehr davon kaufen. Das finde ich halt auch immer praktisch, also, dass du halt immer selber entscheiden kannst. Wenn es jetzt noch ein Mädchen wird, kann man immer noch einen rosanen Bezug kaufen. Und dann haben wir natürlich die Boogaboo-Adapter gekauft, die ich gerade erwähnt habe. Auch die haben 40 Euro gekostet. Von Boogaboo. Die Maxi-Cosi-Adapter. Und die suchen wir schon so lange. Und nicht mal bei eBay Kleinanzeigen gibt es die. Die werden so teuer verkauft. Die werden fast zum Neupreis bei eBay Kleinanzeigen verkauft. Und deswegen war ich jetzt sehr, sehr froh, dass wir noch welche gefunden haben. So sehen die aus. Und hier oben kommt eben der Maxi-Cosi rauf. Hier unten kommt das ganze Gestell rein. Und das sind eben Maxi-Cosi-Adapter. Finde ich einfach super wichtig, weil wir den Buffalo ja auch in jedem Fall behalten für das Kind. Und deswegen war das sowieso die allererste Anschaffung, die wir für den Kinderwagen machen. Mmh, oh, lecker. Ich habe ja eben schon zwei draußen gegeben. Tüte mal, ja, und eine Tüte. Und das hat fast mal gut geklappt. Pass mal, wie weich. So, dann waren wir bei H&M. Da habe ich meiner Schwester ein bisschen was ausgegeben. Einmal eine Hose. So eine Hotpan nennt man das ja. Und die ist in so einem richtig schönen Karamellbraun. Ne? Richtig, richtig schön. Mit so ein bisschen mit Rose Gold noch. Und die waren runtergesetzt von 10 auf 2 Euro. Da kann man absolut gar nichts zu sagen. Und deswegen habe ich die auch einfach mal meiner Schwester spendiert. Dann haben wir, hat sie sich noch so einen Pullover ausgesucht. So sieht der aus. Auch von 18 auf 3 Euro runtergesetzt, Sommerschlussverkauf, so ein bisschen bauchfrei. Habe ich ja auch spendiert. Dann habe ich mir neue BHs gekauft, die muss ich euch jetzt nicht zeigen, weil die sozusagen der Übergang sein sollen. Alle sagen mir jetzt schon, du kriegst Oberweite, das glaubst du gar nicht. Und ich habe ja noch nicht so viel bis jetzt, aber meine alten BHs sind einfach bis jetzt immer so richtig wappelig und immer wenn ich liege, fällt da fast alles raus und das hat mir überhaupt nicht mehr gepasst. Und gestern war das so schlimm, dass ich wirklich fast durchgedreht bin. Und haben gesagt, okay, wir brauchen jetzt unbedingt neue BHs. Und wir haben jetzt auch hier einfach so ganz günstige gekauft. Von 18 auf 10 Euro runtergesetzt. Für den Übergang, weil ich sowieso in ein paar Monaten dann Still-BHs brauche. Und dann haben wir auch im Sale ergattert eine Latzhose. In kurz aber. Für 8 Euro von 28. Also 20 Euro reduziert, total gut. Und das ist eben eine kurze Latzhose, ne? Also so eine. Das ist blau. Wenn da die Sonne so ein bisschen rutscht. Eine kurze Latzhose mit so Rose Gold hier. Richtig schön. Und die kann man auch als Schwangere tragen. Also als ich die anhatte, da war noch richtig, richtig viel Platz. Und das war mir halt also wichtig, dass ich die nächsten Monat und übernächsten Monat noch tragen kann. Dann wird es sowieso nichts mehr. Weil dann ist der Sommer vorbei. Und dann gehe ich über den Winter mit der Schwangerschaft. So, und jetzt haben wir uns noch was zu essen bestellt. Schön Pizza bei Smileys. Und darauf warten wir jetzt. Danach müssen wir noch einkaufen gehen. Den nehme ich euch noch mit. Und dann wird der Tag auch erstmal wieder vom Fernseher beenden, ne? Jo. Felix nutzt hier schon mein Stillkissen. Ist bequem? Ja. Ja? Ja. Ich muss auch gleich mal ausprobieren. Also viele sagen jetzt, oh, Maggie übertreibt voll, aber man merkt es so extrem in der Hüfte. Mhm. Es ist viele haben mich auch schon angeschrieben, dass du voll übertreibst, jetzt schon YouTube-Kanal zu machen, Insta-Account. Ja, aber man muss halt eben alles vorbereiten. Und auch, dass wir jetzt schon shoppen gehen fürs Baby, ist einfach nur ein Schildkissen, was, wenn wir noch eine Fehlgeburt erleiden, ja sowieso behalten können. Also ist ja kein Problem. Ja, also viele meinen jetzt bestimmt, ich übertreibe, aber ich will einfach alles parat haben. Im März ist Entbindungstermin. Ich möchte immer im Januar alles komplett fertig haben. Ich habe schon so oft gesehen, dass die Babys 2 Monate zu früh kommen. Oder allgemein 1 Monat reicht ja schon. Da sind es keine Frühchen mehr. Aber dann ist es trotzdem Februar. Und das geht halt so schnell vorbei. Deswegen habe ich gesagt, ich möchte
Ende Januar alles fertig haben. Kinderzimmer, alles parat stehen, alle Babysachen gewaschen. Und wenn ich jetzt schon Hüftschmerzen habe, was ja nun mal einfach passieren kann, das steht ja überall, dass man Hüftschmerzen bekommt, auch jetzt schon, weil die Hüfte sich einfach verändert in der Schwangerschaft, ist ja einfach gut, wenn ich mir jetzt schon Stillkissen kaufe, bevor ich da leide oder so. Was hältst du davon? Mhm. Oder findest du auch, ich übertreibe? Mhm. Mit gucken übertreibst du, mit kaufen nicht. Nee, man muss ja, gucken kann man doch immer. Gucken, geguckt habe ich auch, wo ich nicht schwanger war. Ja. Oh, ja. Warum? So, meine Lieben. Ich wollte jetzt gleich die Videos hier schneiden, deswegen mache ich mir jetzt kurz meine Wassermelonen, die wir gerade gekauft haben. Ich habe euch gar nicht mitgenommen beim Einkaufen, weil das alles so schnell ging. Deswegen mache ich mir jetzt kurz meine Wassermelone. Und dann werde ich gleich die Vlogs hier schneiden. Und alles hochladen, bla bla bla, wie das halt geht. Jetzt kann man das größte Messer von allen benutzen. So, schneide ich mir jetzt hier immer meine Wassermelone. So, meine Lieben, ich habe meine Wassermelone fast aufgegessen und werde mich jetzt ins Video schneiden machen. Das heißt, ich verabschiede mich jetzt für diesen Vlog, damit ich ihn auch direkt auf meinem PC machen kann. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und dann sagen wir tschüss und bis zum nächsten Mal, ihr coole Leute.